zu. Hilf mir! Bitte, warum hilft mir denn keiner? Wenn du noch etwas näher kommst, werde ich den Raum mit ihrem Blut dunkelrot streichen. Ich weiß, du bist noch da draußen. Es dauert nicht mehr lang und du hörst ihre Abschiedsmelodie. Zess, was redest du da? Bring sie einfach um! Sie ist jetzt nutzlos! Aber wenn ich sie umbringe, holt mich die Fledermaus. Du hast doch keine Angst vor einer kleinen Fledermaus, Slicey! Bleib stehen, Batman! Ich warne dich! Du Monster! Du gemeines, fieses, fieses Monster! Er geht nirgendwo hin. Du kannst jetzt aufhören. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich habe Bane gesehen. Ich weiß, ich... Joker hat mich bedroht. Ich wollte das Experiment beenden. Ich habe versucht, ihm das Geld zurückzugeben. Joker akzeptiert ein Nein nicht als Antwort. Er will eine Armee, eine schreckliche, perverse Kraft, um Gotham zu zerstören. Aber er konnte das nicht ohne die Formel. Ich habe sie versteckt, aber... Jetzt hat er also das Venom und die Formel. Mein Gott, er hat literweise davon. Es gibt ein verstecktes Labor in den Gärten. Es ist abgeschlossen, aber die Sicherheitscodes für die ganze Insel sind im Safe des Anstaltsleiters. Was plant Joker noch? Woher soll ich das wissen? Glaubst du, dass alles, was er sagt, einen Sinn ergibt? Ich glaube, er ist verrückt. Oh mein Gott! Geh aus dem Weg! Arme Dr. Young! Man weiß ja, wie sehr Mr. J. Verräter hasst. Apropos Verräter. Hilfe! Warum hilft mir der Keiler? Dieser alte Verrückte denkt, er ist der Chef hier. Das zum Thema verrückt. Los, Batman, es gibt viel zu tun und viele einzubuchten. Jungs! Wenn er aufsteht, dann schlagt ihn nieder. Aber nicht so hart. Mr. J. braucht ihn auf der Party. Du schlägst wie ein Mädchen. Oracle, Dr. Young ist tot. Hast du rausbekommen, wie wir an den Sicherheitstoren vorbeikommen? Bevor sie gestorben ist, hat sie mir erzählt, dass sich irgendwo in den Gärten eine verborgene Produktionsstätte befindet. Die Wayne-Tech-Sicherheitsprotokolle scheinen gut vor Hackern geschützt zu sein. Lucius hat gut gearbeitet. Es ist eine zweiteilige biometrische Sequenz, die vom Anstaltsleiter mithilfe eines Code-Sequenzers hergestellt wurde. Und von Joker in einer kontrollierten Explosion zerstört wurde. Harley Quinn hat den Anstaltsleiter und er ist die einzige Chance, durch die Tore zu kommen. Okay, viel Glück. Was machst du da? Versuchst du, die zu machen? Ruhe da hinten! Wir sind im Tunnel und warten auf die Fledermaus. Quinn liegt gerade vorbei. Wieso war der alte Mann bei ihr? Vielleicht steht sie auf Ältere. Hör auf zu jammern, du machst alles kaputt. Hey, beruhige dich! Sag ihm, er soll still sein, sofort! Du hast das gehört, oder? Ja, ja, du weißt, wo du mich findest. Später! Idiot! Lass mich los, du Verrückte!
Ablauf. Jeder, der dies tut, die werden... Das ist doch unmöglich. Ah! Die werden die Beine lassen und der Darmkaiser dunkel schaffen. Genau, jetzt ist das letzte Tor verschlossen. Hier kommt die Fledermaus. Aber wenn der Joker mich bremsen wollte, warum hat er dann den Zugang zum Tunnel ermöglicht? Stellst du den Boss wieder in Frage? Du jammerst nur noch rum, seit wir ausgebrochen sind. Joker hat seine Freundin geschickt, um uns zu sagen, dass wir den Tunnel sichern sollen. Also sichern wir den Tunnel. Wenn er uns befiehlt, die Fledermaus zu töten, töten wir die Fledermaus. Joker hat mir mal befohlen, meine Schwester zu töten. Hast du es getan? Na klar, ich mochte sie noch nie. Du bist kaltblütig, Mann. Komisch, mir hat er das Gleiche befohlen. Ich habe ihm gesagt, dass ich gar keine Schwester habe, aber er hat es mir immer wieder befohlen. Also bin ich ins Auto rennen, habe die erste Schlampe überfahren, die ich gesehen habe. Joker schien zufrieden zu sein. Haha, der ist doch eine Lachnummer. Irgendwie geheimnisvoll. Versteh mich nicht falsch, aber einen Moment ist er total durchgeknallt und dem nächsten schmiedet er Pläne. Wer weiß, was in seinem Kopf rumspukt. Das ist nicht unser Problem. Wenn er Harley wieder hier runterschickt, dann stecken wir in Schwierigkeiten. Hat jemand was zu trinken da? Nein, aber ich habe eine Handvoll Drogen von einer toten Krankenschwester. Die haben aber nichts gebracht. Wo wollte sie mit dem Anstaltsleiter überhaupt hin? Könnt ihr alle mal die Klappe halten? Das hier soll eigentlich ein Überfall sein. Ja, ja. Ich wollte die Sache nur entschärfen, weißt du? Bleib ganz ruhig. Ich will nichts riskieren. Sind, riskierst du nicht so eine Lippe. Ah, die Fledermaus! Was ist passiert? Ich mach dich fertig! Wahrscheinlich, als du ihn erschossen hast. Das reicht. Hast du Hunger? Großen Hunger. Die Fledermaus! Ich interessiere mich wirklich nicht für ein paar Blumen, Ivy. Sie haben Schmerzen und rufen um Hilfe. Bleib, wo du bist. Das fehlt noch, dass du frei herumläufst. Arme Kinder, ich rette euch.
Helft mir! Du musst mich aus der Zelle rausbringen. Ich bin's, Cash. Ich werde da draußen gebraucht. Ich kann dir helfen. Komm schon, Mann. Bring mich hier raus. Bitte, ist da jemand? Hilfe! Harley! Sie müssen mir helfen. Ivy? Mann, du siehst vielleicht finster aus. Vielleicht kann ich dir heimlich Shampoo besorgen. Die Pflanzen. Kannst du sie nicht hören? Sie rufen mich in ihrem Todeskampf. Ja, aber dafür habe ich gar keine Zeit. Bitte lass mich raus. Sie sterben ohne mich. Na, ich weiß nicht. Du bist nicht auf Mr. J's Partyliste. Naja. Oh, bitte. Ach, egal. Ich mache eine Ausnahme. Das fühlt sich so viel besser an. Könnte diesen beiden den ganzen Tag zuschauen. Was für ein Krawall! Und apropos Krawall, hier ist ein bisschen Aufruhr, den ich nur für dich organisiert habe. Worauf wartest du? Er hat die Sicherheitskontrollschaltung unter seiner Kontrolle. Ich habe den Sequenzgenerator, aber ohne die Netzstation in meinem Büro ist er nutzlos. Deine Netzstation wurde zerstört. Gib mir den Sequenzer. Was? Oh, ja, natürlich. Es hat keinen Sinn. Mit dem halben Code kann man nichts machen. Wir sind hier gefangen. Es gibt immer einen Ausweg. Immer. Bleiben Sie hier. Schließen Sie das Tor, wenn ich gehe. Gute Idee. Ihnen darf keiner meines Kalibers in die Hände fallen, oder? Weißt du, Batman, ich habe immer ein Knistern zwischen uns gespürt. Nun, jetzt ist es da. Ich weiß, ich weiß. Du bist schockiert. Komm und hol mich, Batman. Ich fordere dich heraus. Warum holst du dir nicht einfach eine Waffe und erschießt die blöde Fledermaus? Ernsthaft aus. So leicht, wie es aussah? Naja, es wird nicht so leicht sein, mich zu schnappen. Beruhigungssystem deaktiviert.
zuletzt aufgetaucht ist. Der trottlige Ritter persönlich. Wie läuft's denn so? Ich habe ein kleines Problem für dich. Siehst du die beiden Wachen da drüben? Ich weiß. Schrecklich. Wie willst du sie retten? Unfair, du betäuscht Vance. Zeit, den Druck zu erhöhen. Zwei Minuten und einer weniger bleibt noch einer. Wo kann ich mir einen von denen besorgen? Halt durch, Louis. Batman holt es. Jeden Moment kommt der Strom zurück und ihr werdet gedrängt. 3, 2, 1. In der Falle. Sie hat uns mit einer Bombe eingeschlossen. Schnell, raus hier! Beweg dich! Raus hier! Sofort! Ich dachte, wir würden beide da drin sterben. Jetzt bist du in Sicherheit. Bist du hinter der irren Hexe her? Als wir rauskamen, sah ich, wie sie losging. Die wird nicht entkommen. Erst halte ich sie auf und dann ihren Freund. Gut. Hör zu. Ich versuche, das Belüftungssystem zum Laufen zu bringen. Wenn du sie findest, schon sie nicht. Ich bitte dich. Du aber, Glückwünsche. Komm, wenn du mich so ausgezeichnet. Das überlasse ich Ihnen, meine Liebe. Schnappt ihn! Wie ein alter Mann! Grenzen wir ihn ein! Blut. Na, gegrillte Fledermausflügel? Da musst du mich schon härter schlagen! Was ist passiert? Oh, das wird wehtun! Wie wär's mit dem Elektroschock? Komm schon! Auf dem Weg.
Ups, der Plan hat sich geändert, Kindchen. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Tut mir leid, aber der zweite geht leer aus. Du stehst leider nicht mehr auf der Partyliste. Vielleicht hast du das nächste Mal mehr Glück. Nein! Stirb, du große, hässliche Fledermaus! Hey, Hände weg von der Ware! Das ist meine Partyliste! Ruhig. Wieso steht neben einigen Namen ein Lächeln? Du bist der Detektiv, sag du es mir! Ich bin hier fertig. Harley ist überwältigt und ich habe ihre Abdrücke gescannt. So kannst du das Geheimlabor in den Garten finden. Ja, Harley war überall auf der Insel. Also stelle ich den Scanner so ein, dass er nur Abdrücke zeigt, die Chlorophyllspuren aufweisen. Okay, pass auf. Ich habe den Raintech-Satelliten so umgeleitet, dass er Wärmespuren auf der Insel zeigt. Die Gärten werden als sehr heiß angezeigt. Da passiert etwas Schlimmes. Jack Ryan, Jack, wir sehen, dass der Zugang zur Insel abgeriegelt wurde. Staats- und Bundespolizei besetzen die Checkpunkte. Augenzeugenberichten zufolge hat der Joker nach dem Vorfall im Büro des Bürgermeisters zurück nach